Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown Daily Shop News and Common Masteries. Mit mir dann gleich. Ja, Leute, wie ihr hört, es wird nicht besser, es tut mir echt leid, aber ich ziehe es trotzdem durch hier. Also, allein dafür könnt ihr mir ja mal einen Daumen nach oben geben. Also, hier haben wir einen Mythic Rhine, Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Mythic Brian natürlich eine ganz coole Sache, aber ja. So, dann haben wir hier die Meatman Tire Box, die habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt und meine Meinung dazu gesagt. Bin halt nicht so begeistert von dem Kunst BGE, aber ansonsten. Ja. So, dann haben wir die Screen Repairer Box. Mit Screen Repairer. Troff, Community College, Dr. Benjo, Quark, Preschool. Meg Griffin und Steve Smith, die ist richtig cool eigentlich, aber leider ist Educated nicht mehr so lange da. Dann haben wir die Lois Griffin hier momentan für 1100 Gems. Finde ich, ist sie jetzt nicht wert, aber muss jeder selber entscheiden. Ja, und dann sind wir auch schon soweit durch. Sind wir auch schon in der Common Mastery angelangt für heute. Und dann gucken wir mal da rein, was es da so aktuell gibt in der Combo Mastery. So, das geht dann los hier mit dem Marionette Chris. Marionette Chris ist folgendes. Das da. Da haben wir jetzt hier einmal. Also jetzt hier, so, Marionette Chris. Also Chris mit. Ja. Mit Spielzeugkarten, Wireless Audio Transmitter ist die einzige legendäre Karte, die es dafür gibt. Und das ist alles irgendwie, ist zwar nicht schlecht, muss man echt sagen, wenn man das Ding jetzt hier maxen würde, ist jetzt keine schlechte Combo. Ja. Wir haben zum einen Leech und dann haben wir hier Revanche, 20er Revanche, 23 Angriff, 28 Leech, wenn es gemaxt wäre. Das ist gut. Muss man wirklich sagen, aber Wireless Audio Transmitter lohnt sich nicht wirklich. So, dann sind wir hiermit auch, also mit dem hier fertig. Ich würde dafür auf keinen Fall 500 Gems ausgeben. Dann sind wir beim Space Stan. Und der Space Stan hat es hier ein Stan mit Waffenkarten, Rifle zum Beispiel. Und hier unten nochmal mit Pantry Guns. Oh, Cripple All, Schild, aber jetzt nicht der Oberbringer. Also lohnt sich nicht wirklich. Deswegen klicken wir den Space Stan auch gleich schon wieder weg und widmen wir uns der Underwear-Karate. Ist das hier? Fry oder Philip J. Fry mit Fighter-Karten. Wechseln wir das Ganze auch mal. Schauen wir mal da rein. Wie sieht es aus? Hier haben wir jetzt auch Cripple All. Und wir kriegen Angriff mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Ist jetzt nicht eine der schlechtesten, aber ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Aber ist gar nicht mal. Also, wenn man weiß, dass die jetzt zum Beispiel, wenn man die jetzt ganz am Anfang spielt, ne? Dann cripplest du dauerhaft bei denen erstmal alles runter und du wirst ja danach sehr wahrscheinlich weitere Kombos spielen. Und da hat er hier eben dann schon gleich in dieser untersten Version mit Brian Home Invader maxed 40 Angriff danach. Das ist natürlich nicht schlecht, 40 Angriff. Aber ich mag lieber Craze, weil das wird nämlich automatisch jede Runde einfach gesteigert. Also insofern ist es jetzt, es ist okay, ist aber jetzt nicht die Oberbrüller-Kombo. Dann gehen wir mal weiter zu dem Moonshine Roger oder dem Schwarzbrenner Roger, wie er auf Deutsch genannt wird. Das ist er nicht. Das ist immer noch frei. So, da ist der Moonshine Roger. So, und das ist ein Roger mit der Powtacke Patriot Ale. Und hier haben wir natürlich eine Karte, die schon durchaus sehr schmerzhaft sein kann. 19er Mauer hier, wenn es gemaxt ist. Und 19-fach Gas.
Da haben wir 22 Angriffe und 64 Leben. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier um 10% erhöhen würden, dann wären wir bei 21 an Mauer, 21-fach Gas, 24 Angriff und 70 Leben. Ja. Wäre nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, aber es werden wieder bessere, es werden noch bessere Kombos kommen. Definitiv. Mich reizt er schon, weil ich habe den schon diverse Male auch gespielt und er ist ziemlich stark, muss man echt sagen. Also durch die Mauer und sein eigenes Gas, was er anbringt, da kriegst du schon viel klein damit, ja. Aber ich spare mir meine Steine doch für was anderes. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Meine Stimme ist jetzt auch bald schon weg, deswegen momentan, ich kann, es tut mir echt leid, aber ich kann nicht viele Videos im Moment machen. Ich bin froh, wenn ich hier die Dailies momentan gebacken bekomme. Ich hoffe, dass es mal langsam irgendwann jetzt wieder bergauf geht. Tut mir echt tierisch leid. Das Jahr 2019 startet für mich hier halt jetzt wirklich momentan mit einer scheinbar Superinfektion, die ich mir da irgendwo eingefangen habe. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich den Dreck wieder wegkriege. Und damit wir dann irgendwann auch mal wieder normale Videos bringen können, die nicht nur ein paar Minuten gehen. Und dann, ja. Also ich meine, aber jetzt heute kommt dann noch ein Video, wie wir den Pop-Up Cup zusammen geschafft haben. Also auch wenn es mir ziemlich bescheiden geht. Das haben wir trotzdem irgendwie hinbekommen. War zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Meiste Arbeit macht er natürlich der sofort. Und naja, das werden wir euch heute im Laufe des Tages noch hochladen. Und dann, das Ding, das geht wie lang? Ungefähr 50 Minuten, oder? 40 Minuten. Ja, habt ihr wenigstens mal wieder ein bisschen Fortnite-Action hier. Da muss man ja nicht viel kommentieren. Also. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.